Deswegen lassen wir alles andere jetzt mal links liegen, damit wir diese Quest erstmal abschließen, weil. Wenn es einen Dienst gibt, den ich hasse, dann diese Leben. So, wie gesagt, ich will erstmal diese Quest abschließen, weil ach, das war immer das Problem bei Origins und bei Odyssey. Da gab es viele Hauptmissionen und noch mehr Nebenmissionen. Und ich bin dann irgendwann so dermaßen durcheinander gekommen irgendwie. Das war dann irgendwie so ein heilloses Durcheinander geworden. Ja, und das nächste Problem ist, wenn ich jetzt meine einzelnen Folgen zusammenstelle, schneide und so weiter und so fort, dann ist es immer schwierig, wenn man so angefangene Missionen hat und weil es ideal ist eigentlich. Und natürlich auch für euch als Zuschauer, falls ihr auch mal Hilfe braucht, dass eben eine Mission sozusagen oder eine Quest, dass die halt in der jeweiligen Folge auch von Anfang bis zum Ende zu sehen ist, weil gerade bei Odyssey war das Problem, dass es eben auch oft so war. Was macht der jetzt? Oh, das war aber ein schöner Glitch. Ich komme jetzt aber bitte wieder hier runter. Ja, okay. Ja, das Problem ist nämlich dann, wenn jetzt wirklich mal einer irgendwie bei einer Quest Hilfe braucht und da sucht jetzt die Lösung und dann bin ich da. Ey, es ist jetzt aber nicht so richtig euer Ernst, oder? Okay. Was wollte ich noch sagen? Ja, wenn jetzt jemand bei einer Quest ist und braucht da Hilfe und ich habe die zwar abgeschlossen, aber die fängt irgendwo an und hört dann aber irgendwo zwei, drei Folgen später, ist sie dann abgeschlossen. Das ist dann ein bisschen blöd für den, der eben Hilfe braucht. Und deswegen versuche ich eigentlich, so warte mal, da müssen wir den mit Behram. Genau. So. Oh, da ist eine Hauptmission in der Nähe. Nee, deswegen versuche ich halt, mich nicht in verschiedenen Missionen zu gleicher Zeit zu verzetteln, sondern möglichst wirklich zumindest pro Let's Play-Folge also auf alle Fälle pro Let's Play-Folge mindestens eine Mission zu beenden. Oder durchzuführen sozusagen. Was ist das? Ja, das machen wir doch mal. Da renovieren wir mal eine Runde. Kann ja nicht schaden. Ja, wie gesagt, ich sehe zu, dass ich eben pro Folge eine komplette Mission zeige. Oder eine komplette Quest oder wie auch immer man es nennen mag. So, jetzt kommt man doch ordentlich an die Truhen ran. Die La Marseillaise, die ist natürlich berühmt. Am 20. April 1792 und eigentlich auch eine schöne Melodie. Erklärte die Versammlung dem König von Böhmen und Ungarn den Krieg. Das Heimatland war in Gefahr und musste um jeden Preis verteidigt werden. Ein paar Tage später sang ein junger Offizier namens Roger de Lis auf Wunsch des Bürgermeisters von Straßburg ein recht blutrünstiges Lied, das er für die Armee des Rheins komponiert hatte. Allons en France de la Paris. Ach nee, kein Französisch, Leute. Aha, die Übersetzung. Auf, Kinder des Vaterlands. Habe ich übrigens noch nie eine Übersetzung. Also bekannt ist das ja jedem, die Marseillaise. Aber ich habe noch nie eine Übersetzung gelesen, muss ich sagen, oder gehört. Und das finde ich das Geile an der Assassin's Creed-Reihe, dass man nur wirklich was über Geschichte lernt. Auf, Kinder des Vaterlands. Der Tag des Ruhms ist gekommen.
Gegen uns ist Tyrannei, das blutige Banner erhoben. Hört ihr auf den Feldern diese wilden Soldaten brüllen? Sie kommen bis in eure Arme, um euren Söhnen und euren Gefährtinnen die Kehlen durchzuschneiden. Zu den Waffenbürger formiert eure Bataillone. Marschieren wir. Möge unreines Blut unsere Furchen tränken. Wow. Die Musik soll durch ein Concerto Mozarts inspiriert worden sein. Das Lied wurde dann jedoch nicht durch die Armee des Rheins populär gemacht, sondern durch die Freiwilligen aus Marseille, die es in ihre Repertoire aufnahmen und es langsam in eine Nationalhymne verwandelten. La Marseillaise wurde zum Schlachtruf der Französischen Revolution und verkörperte die Werte, die sie durch ihre Eroberungen verbreitet sehen wollte. La Paris de la Bastille. Dieses Lied wurde 1790 komponiert. Es verherrlichte das Geschehen um den 4. Juli 1789 herum und umreißt die Ereignisse, die der Sturm auf die Bastille führten. So, ich dachte, wir hören uns das mal an und ich muss nicht drüber brüllen. Anstelle einer Kapitulation entschied sich der Anstaltsleiter Delaunay dazu, den revolutionären Widerstand zu leisten. Der Text ist dahingehend ungewöhnlich, da die Eroberung der Bastille allein der Bourgeoisie und nicht dem Volk im Allgemeinen zugeschrieben wird. Okay. So. Ah, scheiße. Die Truhe kriegen wir gar nicht auf. Das ist natürlich doof. Ja, kommen wir rüber. Halt! Ah, ich sah eure Rückkehr voraus. Tretet näher, ich muss euch etwas sagen. Flamels Geheimnis, das Lebenselixier. Die geborgenen Mechanismen einsetzen, um Nicolas Flamels Geheimlabor zu betreten und sein Lebenselixier zu erhalten. Diese Karte hier, der Schlüssel. Und hier, die Sonne. Zusammen mit diesen Karten wird klar, dass viele Menschen nach Nicolas Flamels geheimem Laboratorium suchen, das seit Jahrhunderten verschollen ist. Seid ihr bereit? Meinen Respekt. Doch kann ich euch nicht helfen. Das Rätsel, Flamels Laboratorium zu finden, übersteigt meine Kräfte. Nur ihr könnt dieses Rätsel lösen. Ah, meine Intuition sagt mir, dass ihr es schaffen werdet. Dann suchen wir das Labor. Sorbonne. Die Sorbonne, ist das nie eine Universität eigentlich, die Sorbonne? Suchst du nach Schmerzen? Du gehörst mir! Ah, verfluchte Scheiße! In dem Moment, wo ich sterbe, wollte ich, habe ich gerade A gedrückt, das Steuerkreuz gedrückt, um mich zu heilen. Scheiße!
Feige, ich habe immer A gedrückt, um dann seine Verteidigung zu durchbrechen. Bloß wieso das nicht funktioniert hat, ist mir ein Rätsel. Also mit dem Kampfsystem muss ich sagen, stehe ich noch auf Kriegsfuß. Halt, in die Richtung müssen wir. Ne, doch erstmal darüber. Ne, also mit dem Kampfsystem stehe ich erst noch auf Kriegsfuß. Die Petit Pont. Petit heißt klein. Eines muss man dieser Brücke zugestehen. Sie hat in 2000 Jahren nie ihren Namen geändert und das, obwohl sie durch mehrere Überschwemmungen und Brände beschädigt und gelegentlich sogar völlig zerstört wurde. Auf der Brücke herrschte schon immer viel Betrieb, da sie einer der Endpunkte der römischen Straßen war, die nach Orléans und Lyon führten. Sie war auch ein Knotenpunkt, den Schüler passieren mussten, die jene Lehranstalten besuchten, welche am Rief Gouget auf dem Hügel Montagne mit Zinsen lagen. Uiuiuiui. Diese bemalte Holzbrücke verband zwei Flussinseln und überstand die Revolution, nur um kurz danach zerstört und durch die Pont St. Louis ersetzt zu werden. Die Pont Rouge. Rouge heißt meines Wissens rot. Ach Mann, was ist heute mit meinem Hals los? Cité. Das ist so ätzend. Also ich glaube, wir müssen. Ah, das ist schon mal geil. Die Treppe gefunden zu haben, ist schon mal geil. Als Flüsterer, aber naja, ist egal. Wo geht's hier hin? Ah, hier geht's weiter. Ach du Scheiße! Finde ich nie wieder raus. Gab's noch einen Eingang. Okay. Ach, du Scheißendreck. Ja schon wieder raus aus dem Gebiet. Aus dem Suchgebiet. Geht's da oben lang? Du Scheiße. Na hier können wir uns einen Wolf suchen. Ich glaube hier oben geht's weiter. Kommen wir weiter. Nee, scheiße. Ach, Mist. Ach, Mann, ich glaube, hier sind wir hergekommen, ne? Das sieht doch gut aus. Da waren wir ja. Scheiße.
diesen Dreck. Das wird jetzt dauern. Wie viel hat das? Dreier? Ne, eins. Och, scheiße. Das ist der Kacke jetzt. Jetzt habe ich keine Dietriche dabei. Ladenstöß, aha, den gibt's auch. Neuer Assassinenrang, okay. So, wir nehmen jetzt nämlich mal diese Treppe hier. Wo ist sie denn? Hallo? Schawinski, Moment. Halt! Halt! Geh mal hoch da. Ja, na, komm. Och. Stell dich nicht so an. Lass ihn den Mechanismus zu uns bringen. Dann betreten wir das La- So, jetzt holen wir uns erstmal die Truhe. Na komm, mach Trügerschen. Okay, wir müssen noch weiter runter, wie es aussieht. Im Übrigen vibriert mein Gamepad. Was bedeutet das?
Das nützt mir jetzt gar nichts. Hä? Hab ich den noch nie geplündert? Okay. Also hier rein. Ah, jetzt haben wir's. Mit Lenormand sprechen, okay. Aber was hat das jetzt mit dem Schiff? Ach, der Mechanismus hat die Tür geöffnet. Ah ja, okay. Na gut, haben wir das also gelöst, das Ganze. Oder? Ja, wir gehen doch mal hier lang. Sollte man einsperren und den Schlüssel schlucken lassen. So, dann gehen wir mal die Quest abschließen. Das Blöde ist, dass wir dann zur nächsten Hauptmission wieder hierher zurückrennen müssen. Hallo. Kick mal wieder nicht auf. Wir haben da scheinbar das letzte Mal, wo wir bei der ersten Truhe waren, den Dietrich verbraucht. Dass wir uns erst wieder einkaufen müssen. Okay. Was? Hey, komm sofort zurück! Dieb, Elender! Haltet den Dieb ab! 3 von 10 Massenereignissen. Habt ihr das Elixier dabei? Oh, natürlich habt ihr es. Ich wusste, ihr enttäuscht mich nicht. Vielen Dank, mein lieber Arno. Ihr habt eine große Zukunft vor euch. Flamels Geheimnis abgeschlossen. Und 12.200 Franc dafür eingesackt. Naja, hat sich doch gelohnt. Warte mal, hier gibt's einen Händler. Verbrauchsgegenstände. Okay. Okay. Nüss. Dietrich, ja. Ich wollte eigentlich... Ah ja, okay. 200 Franc pro Dietrich. Na, hallo, ballo. Ist aber teuer.
Was ist das? Betäubungsbomben. Ne, wir kaufen uns erstmal die Fähigkeit Fernwaffen. Schleichen. Okay, nehmen wir das noch mit. Umgebungsuntertauchen, das kann durchaus mal helfen. Na, jetzt haben wir natürlich hier nicht mehr Ausrüstung. Waffen einhändig. Achso, warte mal, erstmal eine Pistole kaufen. Schaden. Was ist das? Können wir uns nicht leisten. Okay. Verbessern für 500 Helix. Oder wie heißen die Dinger? Lang und länger. Lang. Langwaffe. Nee, ist nicht von Vorteil. Uiuiui, das ist alles teuer. Boost. Nahkampfboost. Kaufen. Nö. Also Echtgeld wollte ich eigentlich nicht investieren. Ja, Umgebungsuntertauchen kennen wir. Das wissen wir ja aus den anderen Teilen, wie das geht. Komm her! Ich zerquetsch dich! Was willst du? Na! Es dauert aber lange, ehe man plündern kann. Warum schreit die gute Frau da so? Diskutiere ich nicht auf der Straße. Du musst nicht fliehen, wenn du... 4 von 10.